Fünf Zeugen, darunter ein Alkoholiker, wollen Aussagen hier bei Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Und wir beginnen nun mit der Zeugenaussage. Das Geheimnis des Hexenstabs. Es ist ganz klar. Sophie ist eine Hexe. Wir geben nicht nach. Als sie die Laterne fallen ließ, hielt sie den Stab noch nicht in der Hand. Der Stab muss durch Magie verborgen auf ihrem Rücken gewesen sein. Die Schurken haben die Hand gepackt, mit der die Laterne hielt. Also muss sie den Stab anders gehalten haben. Na ja, einfach. Das Mädchen hat den Eimer auf den Boden gestellt und nach dem Hexenstab gegriffen. Sie hatte also den Hexenstab. Sie ließ die Laterne fallen und griff dann nach dem Stab. Wenn das der Fall ist, muss die Möglichkeit bestehen, dass die Angeklagte Magie genutzt hat. Das ist nicht gut. Dank diesem alten Kerl sind nun alle noch entschlossener, Sophie zu verurteilen. Sie hegen alle eine ähnliche Abneigung gegen Magie und Hexen. Das ist der Grund für ihren Drang, so schnell wie möglich einen Schuldspruch zu erwirken. Aber solch Zuversicht trübt ihr Urteilsvermögen. Ja, ich denke, sie haben recht. Ich denke nicht, dass diese Zeugen es böse meinen. Aber sie sind alle so festgefahren, dass sie gar nicht merken, wie verfälscht ihre Erinnerung an heute Abend ist. So wirkt es zumindest. Das ist nicht gut, Professor. Die Zeugen denken nicht richtig nach. Sie sehen die Wahrheit einfach nicht. Werter Becker, oder besser, werter Herr Wright. Ja. Hey, wir wurden befördert. Wir sind nicht mehr nur einfach nur Bäcker. Ihr scheint kein einfacher Bäcker zu sein. So viel ist klar. Auf der anderen Seite seid ihr auch kein einfacher Verteidiger. Nie zuvor hat ein Verteidiger sich auf diesem Schlachtfeld mit mir messen können. Werter Blaurock, dieser Prozess ist noch nicht entschieden. Wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, werde ich eure Verteidigung niederstrecken, ohne zu zögern. Ich verstehe. Verteidigung! Ihr könnt mit der Befragung beginnen. Kreuzverhör. Na dann probieren wir das doch mal. Also das gibt ja überhaupt nichts irgendwie. Da er hinzugekommen ist, könnte vielleicht eher eine Reaktion verursachen. Probieren wir es einfach mal. Moment mal. Sie stellt ihr den Eimer auf den Boden. Genau. Stell dir vor, sie macht das. Dann kann sie das Ding da problemlos halten. Einspruch. Aber keiner der anderen Zeugen hat ausgesagt, dass sie den Eimer abgestellt hat. Aber niemand hat gesagt, dass sie den Eimer nicht abgestellt hat, oder? Aha, da haben wir doch was. Zwei haben sogar was. Nee, warte mal. Die sind alle. Niemand hat gesagt, dass sie den Eimer nicht abgestellt hat. Müssen wir jetzt echt mal von links nach rechts gehen? Na super. Sekunde. Entschuldigt, Herr Confusius. Was denn jetzt wieder? Übermütiges blaues Jüngchen. Sagt, was haltet ihr von der Aussage des Zeugen gerade eben? Die Angeklagte stellte den Eimer auf den Boden. Niemand hat das bisher erwähnt. Hört gut zu, junger Mann. Ich hatte ein langes, erfülltes Leben. In dieser Zeit habe ich vieles vergessen. Träume, Hoffnung, sogar Liebe. Ich habe den Eimer einfach vergessen, so wie jemand einen einzelnen Tropfen im Meer des Lebens vergisst. Danke, Herr Confusius. Keine weiteren Fragen. Ich verstehe immer noch kein Wort aus seinem Mund, Nick. Ich denke, das heißt, wir fangen von vorne an.
Echt? Ich muss dann die ganze Zeit den befragen? Na toll, Moment mal. Einspruch! Okay, wer könnte die meiste Info dazu geben? Eigentlich, sie war ja für den Eimer verantwortlich, dass er überhaupt verschwunden ist. Also müsste sie doch eigentlich die meiste Infos dazu geben können, oder? Sekunde! Entschuldigt, Frau McVenny. Ihr meint Mackie und mich? Sagt, was haltet ihr von der Aussage des Zeugen gerade eben? Die Angeklagte stellt den Eimer auf den Boden. Niemand hat das bisher erwähnt. Ah, das... Das muss wohl so gewesen sein. Das Mädchen hat den Eimer wahrscheinlich abgestellt. Einspruch! Frau McVenny, ihr habt in eurer Aussage nichts derartiges erwähnt. Und ihr habt sehr klar ausgedrückt, dass ihr euch spezifisch auf den Eimer konzentriert habt. Ah! Also... Ich denke, ihr solltet in der Lage sein, dem Gericht zu sagen, ob der Eimer auf den Boden gestellt wurde oder nicht. Einspruch. Erinnerungen sind selten makellos, werter Herr Blaurock. Achtet darauf, was die Zeugin sagt. Die Angeklagte hat den Eimer wahrscheinlich auf den Boden gestellt. Diese Möglichkeit besteht also. Ja, ja, das ist richtig. Ist doch so, mein kleines Wollknäuel. Du kommst immer noch auf meinen Döner. Ich wusste es. Irgendetwas stimmt mit der Aussage nicht. Aber ich pflichte Ihnen bei. Es scheint, wir brauchen ein entscheidendes Beweisstück. Wenn wir den Widerspruch in der Aussage finden wollen. Ja, ich muss nur herausfinden, was das sein könnte. Woher soll ich das denn bitte schön wissen? Ich kann mir vorstellen... Die Laterne ist ja mega schlammig geworden, dadurch, dass sie auf den Boden gefallen ist. Der Eimer hat überhaupt keinen Schmutz bei sich. Rein theoretisch ist das also der Widerspruch, aber... Und was werden wir hier mal kurz nachfragen? Moment mal. Alles in Ordnung? Was? Wieso? Wieso? Naja, zum einen versteckt ihr euch hinter einem Schild. Gut erkannt, werter Herr Blaurock. Ihr habt meine Stahlabwehr durchschaut. Stahlabwehr? Ihr versucht, mit der Hexerei eure Worte in die Tiefen meiner Gedanken vorzudringen. Aber ihr werdet sehen, dass eure Worte gegen mein Schild aus Holz, das härter als Stahl ist, keine Chance haben. Nun dann, on guard! Greift an, wenn ihr es wagt. Nein, 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 nein. Hört doch einfach mal eine Sekunde zu. Wenn man diese Zeichnung betrachtet, ist klar, dass die Angeklagte den Stab und die Laterne nicht halten konnte. Zeuge, erklärt dem Gericht, wie die Angeklagte den Stab gehalten hat. Das ist schwierig. Ich würde ja gerne vorher ein bisschen mehr angreifen, aber ich bin schon ziemlich sicher, dass ich hier den Eimer präsentieren muss. Das glaube ich einfach ziemlich heftig sogar. Aber vielleicht weiß ja noch jemand irgendetwas. Das ist einfach blöd, dass die alle was dazu sagen könnten. Sekunde. Entschuldigt, Herr Knights. Sagt, was haltet ihr von der Aussage des Zeugen gerade eben? Die Angeklagte stellt den Eimer auf den Boden. Niemand hat das bisher erwähnt. Das erinnert mich an nur eine einzige Sache, mein Herr. Eine Strategie, wichtig für jeden Ritter. Stellt euch vor, ihr tragt in einer Hand ein Schwert, in der anderen ein Schild. Dann, ohne Vorwarnung, wie aus den Schatten, ein gewaltiges Jucken am Rücken.
Was soll man da machen? Was kann man da nur tun? Naja, ich sage es euch. Ihr, lasst das Schwert fallen und bekämpft diesen ruchlosen Jucken mit mächtigen Kratzen eures Rückens. Natürlich. Eine gewisse Hexe würde sicherlich dieselbe Taktik verfolgen, oder etwa nicht? Ich nenne das die Rückenkratzattacke der Gerechtigkeit. Was sonst? Übrigens, seid wachsam. Im Kampf gegen meinen Gegner bleibt mir nie genug Zeit, meine Rüstung abzulegen und mich zu kratzen. Danke, Herr Knights. Keine weiteren Fragen. Herr Knights nimmt diese Rittersache wirklich sehr ernst, nicht wahr? Nee, ich glaube, höchstens sie könnte noch irgendetwas sagen, aber ich glaube selbst das nicht so richtig. Ich probiere es noch einmal mit dem Angriff und dann würde ich aber den Eimer präsentieren, glaube ich, wenn ich nichts Neues bekomme hier. So, probieren wir doch mal kurz. Sekunde! Entschuldigt, Frau Dorner? Ja, was ist denn? Sagt, was haltet ihr von der Aussage des Zeugen gerade eben? Ja, bla bla. So. Ihr habt recht. Wie seltsam. Alle müssen es vergessen haben. Ich ebenfalls. Was? Aber, ja, Sophie hat den Milch einmal abgestellt. So konnte sie den Stab leicht halten und Magie nutzen. Kinderleicht, richtig? Was fällt ihr ein, Nick? Es sieht so aus, als würde sie Sophie bei jeder Gelegenheit als Hexe hinstellen. Okay. Ja. Ist mir eigentlich ziemlich klar. Ich hoffe nur, dass der Milcheimer hier reinpasst. Ansonsten habe ich ernsthaft ein Problem. Probieren wir es einfach mal. Einspruch! Yes! Ich fürchte, was wirklich passiert ist, ist nicht ganz so einfach. Wovon redest du? Es hatte erst einen Moment vor dem Verbrechen aufgehört zu regnen. Das heißt, der Boden war schlammig. Sollte Frau den Narrateur den Eimer wirklich abgestellt haben, wie ihr behauptet, wäre der Eimer voller Schlamm. Genau wie die Laterne, nachdem sie gefallen ist. Na, ich würde sagen, das verbessert diese schlammige Aussage. Was meint ihr? Flamberg. Was? Willst du einfach nur rumsitzen und hübsch aussehen? Hilf mir aus der Patsche, ey. Mir Honig um den Mund zu schmieren, bringt euch nicht viel, Zeuge. Außer einem Aufenthalt im Kerker. Davon abgesehen, stellt sich hier nur eine Frage. Wieso ist kein Schlamm auf dem Eimer? Zeugin mit der Ziege, gewährt ihr mir eine Frage? Meint ihr etwa uns? Gewiss. Ihr habt dem Gericht erklärt, dass ihr den Eimer mit nach Hause nahmt. Unrechtmäßig, muss ich hinzufügen. Solche harte Worte, Inquisitor. Als ihr den Eimer mitgenommen habt, müsst ihr den Schlamm abgewischt haben. Ist das richtig so? Wisst ihr, jetzt wo ihr es erwähnt? Das gibt's doch nicht! Jetzt sag nicht etwa... Der Milcheimer! Richtig! Ich weiß es wieder. Ich weiß nicht, ob das auf dem Eimer Schlamm war, aber er war auf jeden Fall sehr schmutzig. Bevor ich den Eimer mit hineingenommen habe, muss ich ihn mit einem alten Tuch abwischen. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ausgezeichnete Arbeit, Inquisitor Flamberg. Richtig, richtig. Das ergibt alles Sinn. Seht ihr? Wir hatten von Anfang an recht. Stimmt das nicht, Inquisitor Flamberg? Wunder, dein Schwert ist nicht nur zur Zierde, Flamberg. Du hast diesen Einwand gekonnt zerbröselt. Einspruch! Zeugin, Frau McVenny,
Was denn? Ihr seid absolut sicher, dass Schlamm an den Milcheimer klebte? Meine Güte. Naja, wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich nicht, ob es wirklich Schlamm war. Ich kann mich aber erinnern, dass ich den Eimer abgewischt habe, als ich zu Hause angekommen bin. Es scheint, die Verteidigung hat es versäumt, einen Widerspruch in der Aussage zu beweisen. Das hohe Gericht hat hier keine Zweifel. Ja, der hat's dir gezeigt, Blaumeier. Na, so recht. Du mein Gefallen, Opa. Ich möchte meine Aussage ein wenig ändern. Das hohe Gericht gibt seine Zustimmung, sofern der Zeuge solche Beschimpfungen in Zukunft unterlässt. Verstanden, ob, euer Ehren. Naja, all dieser Gerichtskram hat mich durstiger als einen Hund in der Wüste gemacht. Wow, in dem Becher ist aber ganz, ganz viel drin. Aber so richtig. Krass. Die Hexenhorn hat den Stab gehalten. Ich habe sogar das Zauberding gehört. Genau, ich habe alles gesehen. Moment mal. Aber niemand weiß mit Sicherheit, ob Frau Denarateur den Eimer auf den Boden gestellt hat. Weil kein Schlamm auf dem Eimer ist. Ist es das, was ihr sagen wollt? Hey, da haben wir doch schon gelehrt. Die Frau mit der Züge hat den Schlamm abgewischt. Einspruch! Doch Frau McVenny kann sich nicht erinnern, ob es wirklich Schlamm war, der an dem Eimer klebte. Wir können uns wirklich nicht mehr erinnern. Aber vielleicht... Ich denke, es könnte wirklich Schlamm gewesen sein. Ich meine, sie hätte ja sonst den Stab nicht halten können. Frau McVenny, bitte gebe uns eine endgültige Antwort. Wanda Blaumeier, sag, was du willst. Es hilft nicht. Du musst schon sehen. Wir fünf haben gesehen, was die Sechs angestellt hat. Wir haben es genau gesehen. Wer sagt was? Du nicht? Du nicht? Aha. Unser Konfuzius hat etwas zu sagen. Aber was denn? Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.